Ja, hallo. Ja, egal, du musst Ja, anfangen. ich fange an, ich fange an. Ja, hallo, Oder, liebe. guck hier, siehst du, da fällt schon mein Ding wieder zusammen. Das kommt in die Outtakes rein, glaube ich. Okay, also wir sind. Okay, also Abzeichen läuft. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Ich habe einen ganz besonderen Gast heute hier, den Dennis Korray. Und ist deswegen so besonders, weil Dennis, wie lange kennen wir uns jetzt schon? 2 oder 3 Jahre, glaube ich. Ja, so um den Dreh müssten So, es sein, ne? genau. Und Internet war für mich früher totales Neuland und Dennis hat mir sehr, sehr weitergeholfen und viele Fragen beantwortet. Hierfür nochmal vielen, vielen Dank. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Interview. Klar, man muss sich natürlich immer Zeit nehmen für die Leute, wo man sieht, die etwas tun. Und da war es ja bei dir. Ich kann mich noch gut an die ersten Gespräche erinnern, wo du wirklich ein Newbie warst, wirklich wenig wusstest, Absolut, was ja. Blogging angeht, ganze Social Media und so. Und mittlerweile, ja, kannst du ja dich richtig gut bewegen. Ich sehe, was du tagtäglich mittlerweile machst. Und ja, ist schön, dass man das so mitverfolgen Hat einen guten Lehrer. kann. Ne? Ja, wunderbar. Okay, ja, Dennis, vielleicht erzählst du einfach mal für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, wer ist denn der Dennis Korray überhaupt? Was machst du? Ja, worin bist du besonders gut? Ja, vielleicht einfach mal, dass man mal so einen Einblick in den Mensch Dennis Korray Tja, gute Frage, ne? bekommt. Da muss ich ein wenig ausholen. Also es kommt, ich bin 79 geboren, also jetzt Anfang 30, bald Mitte 30, ja. Noch Gut. fühlt man sich ja jung. Ja, Ja. gutes Alter. Aber ja, eigentlich bin ich gelernter Programmierer und habe relativ früh gemerkt, dass, ich sag mal so, Programmierung eigentlich mir gar nicht liegt und habe dann relativ schnell immer einen Weg gesucht, nach der Ausbildung irgendwas anderes zu machen, habe mich selbstständig gemacht, eine eBay-Firma aufgemacht, wo ich halt auf Kommission Sachen für andere Menschen verkauft habe. Also sind in meinen Laden reingekommen, haben Handys abgegeben, Bücher, alte Sachen, einfach Klamotten reingebracht, wir haben Okay. die fotografiert, beschrieben und auf eBay verkauft. Das so war mein Start in die Selbstständigkeit und hat mir schon ein bisschen mehr Freiheit gegeben. Es war natürlich nicht einfach am Anfang, weil man auch, ja, wenn man das erste Mal so eine Firma öffnet, man muss natürlich sehr, sehr viel lernen und Ja. teilweise ist man auch ein bisschen, ich sag mal, blauäugig, was dann das Geldverdienen angeht. Aber gut, es hat alles geklappt und bin dann später ein bisschen expandiert, habe ein eigenes Lager gehabt, haben Merchandising-Artikel verkauft für eine große deutsche Chat-Gemeinde. Und das lief eigentlich ganz gut, aber irgendwie habe ich auch da nach 3 Jahren so gemerkt, das ist es eigentlich auch nicht, was ich will. Also es war zwar schön, selbstständig zu sein, aber ich war dennoch 6 Tage im Büro und wenn ich mal einen Tag nicht da war, gerade dass wir halt alles online gemacht hatten und viel Kundenkontakt hatten, kann ich mich erinnern, montags war immer schlimm, da hatte ich, weiß ich nicht, 600, 700 E-Mails zu beantworten und das war schon anstrengend. Da gab es Retouren und Reklamationen und also die Freiheit irgendwie, die ich mir vorgestellt hatte, war auch nicht da und Jede da habe Menge ich gedacht, Arbeit. bitte? Jede Menge Arbeit, ja. Ja, also ich habe ja im Grunde, ich bin zwar faul, aber ich habe nichts gegen Arbeit, Ja. wenn sie Spaß macht. Ja, aber es war Ja. einfach nicht, ich konnte in das Ganze nicht so wirklich diese Automatisierung reinbringen, die ich mir gewünscht habe. Und mit 26 habe ich dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Was Neues muss her? Und ich habe gedacht, okay, nimmst du erstmal eine Auszeit und habe meinen größten Traum dann verwirklicht. Der war immer mal nach Australien zu gehen. Weil da war ich nach dem Abitur mal 2 Monate, habe mich irgendwie schon ein bisschen in das Land verliebt, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn man so einen Traum hat, ach, lern doch erstmal was Richtiges, Genau. hör auf zu träumen, ja, was willst du denn da und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich meine Firma im Endeffekt abgegeben, einfach gesagt, hier zu meinem Geschäftspartner, kannst du alles haben, ich bin weg, habe mir ein Ticket gebucht und 6 Monate später war ich dann in Australien. Für ein Jahr sollte es eigentlich erstmal dauern. Und aus dem einen Jahr sind dann 4 Jahre geworden. Und da habe ich dann wirklich so auch angefangen, mich mal fürs Internetmarketing zu interessieren. Hatte 2006 dann meine erste Erfahrung im Bereich Nahrungsergänzung, also Network Marketing. Network-Marketing. Und also ich habe mich direkt fasziniert. Die erste Präsentation, auf der ich war, war ich total begeistert. Auf einmal haben die Leute diese Kreise gemalt und wie sich ein Team aufbaut. Und ich dachte, Mann, ist das genial, das ist es, das will ich machen. Und dann war ich, ja, dann war ich drin in der Szene. Dann wollte ich das unbedingt zu meinem Beruf machen, weil es einfach mehr so ein Konzept ja noch nie vorgekommen ist. Also in der Schule lernt man ja nichts von, ich sag mal, von Nebenwirkungen, von passiven Genau, Einkommen und ja. sowas. Da wird man darauf vorbereitet zu studieren, einen guten Job, eine Lehre zu machen und dann ja, zu arbeiten, das zu tun, was alle tun. Aber ich war da immer schon ein bisschen anders. Und ja, ich kann mich noch gut an die ersten Erfahrungen erinnern. Also mein Sponsor damals hatte gesagt, in der Tür, mach erstmal Namensliste, Freunde, Familie Der und Klassiker, ja.
gerade neu in Sydney, ich kannte eine Handvoll Leute und dann hatten wir so eine DVD, die wir den Leuten geben mussten. Ich stand mit meiner DVD hier in der Hand und so Bekannten gegangen und dann immer so rumgedruckt, ja, soll ich denen jetzt geben? Wie sage ich es am besten? Also ganz eine komische Situation einfach für mich. Ja. Und da habe ich gemerkt, hey, du musst neue Wege gehen, bin ins Internet gegangen, habe gesucht, wie kann ich dort Kontakte machen. Und dann bin ich da wirklich in die ganze Szene rein. Internet Marketing, Affiliate Marketing, Social Media Marketing, wobei damals Facebook noch nicht auf dem Radar so war, sondern ja, da war MySpace gerade groß. Und okay, da habe ich halt angefangen, meine eigene Webseite zu machen, Affiliate-Programme zu bewerben, Teams aufzubauen. Ich habe Seminare besucht, ich habe Bücher gekauft, noch und nöcher. Und jetzt klingelt die Kirche, ja, wird Zeit. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben und auch in, sagen wir so, ja, was ist das Wort dafür, Programme investiert, wo es eigentlich gar keine richtigen Gründer gab, man ganz komische Geschichten irgendwie und ja, da sind mehrere tausend Dollar auch mal weggegangen. Ein Programm weiß ich noch, da habe ich glaube 1500 Dollar investiert, nur um zu starten und ja, die waren dann auch weg und dann kommt schon oft so ein bisschen Frustration auf, wenn man mal sich über Monate lang dieser ganzen Thematik befasst und einfach nicht irgendwie einen Erfolg sehen. Aber für mich war Aufgeben keine Option. Deswegen habe ich immer weiter gesucht und irgendwann bin ich halt dann auf ein paar Dinge gestoßen, auf ein paar, sag mal, Gegebenheiten, Gesetze, die immer funktionieren. Also wie man sich positioniert im Internet, wie man eine Webseite aufbaut, wie man Leute dazu bringt, auf die Webseite zu kommen. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt im Internetmarkt in Vollzeit tätig, also im Vollzeiteinkommen dann seit 2010. Auch Traumverwirklicht. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, ich kann mich auch gut daran erinnern an die ersten Stories von früher, wo ich gesagt habe, ja, ich würde gerne gutes Geld verdienen, jeden Tag ausschlafen und das machen, was ich will, durch die Welt reisen, keinen festen Job haben. Und mein Vater hat dann immer gesagt, ach, der muss noch auf zu träumen, so ein Scheiß. Ne? Mach doch was Richtiges. Und na gut, das hat mir irgendwie ein bisschen Ansporn gegeben, aber es gibt natürlich auch Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, das ist auch ganz klar. Es ist nicht immer alles so rosig, es geht nicht immer alles so schön nach oben. Es gibt auch schlechte Tage, schlechte Wochen und da muss man halt durch. Aber es ist auf jeden Fall ein Traum. Das Internet bietet so, so viele Möglichkeiten und mittlerweile, es ist ja unglaublich, was ich auch in den letzten 2-3 Jahren getan habe, alleine durch Facebook, wie viele neue Berufe alleine durch Facebook entstanden sind. Heute Social Media Berater ist ja mittlerweile ein richtiger Beruf geworden und für mich könnte es eigentlich nichts Schöneres sein. Ich bin jetzt leidenschaftlicher Blogger, Network-Markter, Internet-Markter, digitaler Vagabund, wie man das auch bezeichnen möchte, ja. Und ja, möchte natürlich auf diesem Weg auch viele Leute inspirieren, was zu machen. Ich war jetzt gestern wieder vorgestern auf einer Party und wenn ich neue Menschen kennenlerne, ist auch immer das irgendwie so das Erste, was ich mit den Menschen bespreche. Ich frage erstmal klar, was machst du und so weiter, ein bisschen die Person kennenlernen und dann frage ich ja, was würdest du denn machen, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen? Und da siehst du wirklich bei den meisten, komische Frage, habe ich ja wirklich noch nie drüber nachgedacht. Dann kommt Reisen, ein Haus, ein schönes Auto, aber das sind überhaupt keine konkreten Vorstellungen. Und da merkt man wirklich, was die Gesellschaft für einen guten Job geleistet hat. Ich sag mal, die Leute das Gehirn zu waschen, zu sagen, pass auf, wir arbeiten, 3000 Euro, 2000 Euro zu verdienen, das ist normal, das ist auch das, was wir für dich vorgesehen haben und damit sollst du glücklich sein. Die meisten haben wirklich aufgehört zu träumen und alles, was ein bisschen aus dem Rahmen fällt, das wird schon ein bisschen komisch, ich sag mal, begutachtet. Ne? Genau. Und das ist auch etwas, warum ich zum Beispiel auch gerne auf Seminare gehe und auf Veranstaltungen aus der Internet-Marketing- oder Network-Marketing-Branche, weil man da wirklich mit gleichgesinnten Menschen ist, sich auch unterhalten kann. Und das ist ja auch, warum wir uns so gut verstehen, weil wir halt einfach eine andere Einstellung haben, die meisten Menschen nicht teilen. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie viele Leute wirklich aufgehört haben zu träumen. Und sie haben ihre Träume ganz klar ihrem Geldbeutel angepasst. Wenn sie 2000 Euro verdienen, ja, dann kann ich mir dieses Auto leisten, dieses Haus, diesen Urlaub. Und dann ist der Traum vorbei. Die wenigsten fragen noch, wie kann ich es mir leisten, so zu leben, wie ich es gerne möchte. Und das ist natürlich dann eine Frage, die dann viele immer so ein bisschen einfach überrascht auch. Ne? Das ist natürlich, macht mir sehr Spaß, die Leute zu überraschen. Und letztendlich will ich die Leute einfach nur inspirieren, in irgendeiner Art und Weise ihren Traum zu folgen, was auch immer der Traum ist. Es spielt ja keine Rolle. Die eine Frau will Mutter sein, die andere will Karriere machen, die andere will durch die Welt reisen, die andere will nur 500 Euro hinzuverdienen. Das spielt ja keine Rolle. Aber was mich
was mich inspiriert, ist einfach die Leute zu inspirieren, mal die Sachen zu hinterfragen und andere Dinge zu tun. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass viele einfach so diese 40-Stunden-Woche im Kopf haben, ja, ohne sich mal drüber Gedanken zu machen, stimmt es wirklich. Ja, richtig. Ja, gut, da muss man halt, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ja, ich glaube auch. Ja, du bist ja auch der Gründer vom Erfolgssystem und du hast ja jetzt schon viel erzählt. Kam daher auch so der Gedanke, ein System zu gründen, was jeder anwenden kann? Oder was waren so die Zielsetzungen? Wie kam das? Also die erste Zielsetzung war ganz gleich, wollte Geld verdienen. Das ist, also ich habe lange Zeit gesucht, lange Zeit im Internet geguckt, wie machen es andere Leute? Was haben andere Leute, was haben die, was ich nicht habe? Warum verdienen die Geld und ich nicht? Und was ich halt bei vielen gesehen habe, viele hatten ihre eigene Webseite, ihr eigenes System, weil die haben den Leuten was angeboten, einen Prozess, der funktioniert. Und da bin ich über eine Software gestoßen in den USA, die ich selber genutzt hatte. Das war ein drei Schritte-System, wo man sich bei verschiedenen Programmen angemeldet hat, dann vorgefertigte Werbung rausgeschickt hat, also ein komplettes System folgen konnte, relativ simpel damals noch, war der wilde Westen des Internets, und das hat funktioniert wirklich, ist unglaublich. Das war ein Programm damals, da habe ich $1 pro Person pro Monat verdient. Da dachte ich, boah, damit kannst du wirklich viel Geld verdienen, wenn jeder, du bringst 5, die bringen 5, die bringen 5, wir kennen ja diese Rechnungen, aber das lief halt nicht einfach so. Aber die Person, die das System gegründet hat, hat über 15.000 Leute mit diesem System aufgebaut und dementsprechend auch $15.000 monatlich verdient. Und dachte ich, wow, was, das ist natürlich unglaublich. Ich selber bin dann so auf die $800-Marke gekommen, also 800 Leute hatte ich im Team, und $1 pro Person, das war halt, ja, weit entfernt von dem, was ich wollte, aber ich habe gesehen, du musst irgendwie auch ein System haben, irgendwas den Leuten bieten, was sich duplizieren lässt, weil nicht jeder will unbedingt diese ganzen technischen Sachen lernen, solche Systeme aufsetzen, auch administrieren. In der Regel, die meisten wollen ja nur ein paar hundert hinzuverdienen, und wenn man dann so ein System anbietet, kann man die Leute natürlich dann schön an die Hand nehmen und auch ausbilden, und du bist ja auch so irgendwie über eine der Systeme zu mir gekommen, und mittlerweile bist du ja recht fit, was das Ganze angeht, und das ist halt das, wozu ein System gut ist. Die Leute kommen rein, folgen einem Prozess, irgendwann vielleicht entwickeln sie sich in noch ein bisschen eine andere Richtung, haben eigene Ideen, entwickeln sich weiter ihre Fähigkeiten, und dann sind sie auch in der Lage, eigene Systeme aufzusetzen. Und letztendlich ist das auch mein Ziel, dass die Leute wirklich eigenständig sind. Ich will ja nicht, dass die Leute immer das tun, was ich tue, sondern für mich ist das ist immer nur, sag mal, so ein wie ein Weggefährte auf Zeit. Ja? Die Leute kommen zu dir, lernen von dir, vielleicht werden sie besser als du. Ich habe auch viele Leute, die ich inspiriert habe, die mittlerweile was ganz anderes machen, aber dadurch, dass sie dann ja, über die Webseiten und das, was ich gemacht habe, zu mir gekommen sind, habe ich einfach ja vielen auch die Augen geöffnet, mal auch Sachen zu hinterfragen. Und das ist halt, warum ich glaube, dass ein System in irgendeiner Art und Weise schon wichtig ist. Ne? Ja, absolut. Es ist vor allen Dingen auch so, gerade wenn man neu irgendwo startet, man weiß ja gar nicht, wo soll man sich orientieren. Ja, es ist ja, wenn du ins Internet gehst, in Google, da gibt's ja tausende Dinge, ne? Und da ist schon schön, wenn man, ich sag mal, so ein Gewissen hat, wo man sich dann orientieren kann. Gerade am Anfang sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, du bist ja auch sehr erfolgreich im Network Marketing aktiv. Ja, was machst du genau? Ja, Also ich bin Network Marketing, habe ich mit Torf Fusion angefangen im Jahre 2010. Ich hatte eigentlich mir gesagt, ja, Network Marketing ist es doch nicht mehr, weil, ich sag mal, meine erste Erfahrung 2006, Nahrungsergänzung, ja, das war nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Es hat mir einfach nicht gelegen, und dann, als ich dann 2011 habe ich angefangen mit Torf Fusion, wurde ich angesprochen von Hagen, der Hagen Horst, die Network-Legende, der eine oder andere wird ihn kennen, hat mit Herbalife schon mal 120.000 Leute aufgebaut, und er hat mich halt angerufen und dann für Torf Fusion eingeladen, im Endeffekt, weil er in Köln war, und hat gesagt, ob ich ihn in Köln vom Bahnhof abhole, mal einen Kaffee mit ihm trinken gehe. Habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und er hat mir natürlich dann Torf Fusion vorgestellt. Und da war ich natürlich begeistert. Und ich kannte den Hagen schon ein bisschen früher. Ich habe ja von 2006 bis 2010 in Australien gelebt. Und da ist der Hagen auch so auf mich aufmerksam geworden. Also da hat er gesehen, ich bin halt unterwegs, ich reise. Und der Hagen war ja auch schon viel unterwegs. Wir haben uns halt oft über solche Sachen, über das Reisen, über Leben im Ausland unterhalten. Und als er dann in Köln war, 2011, ja, haben wir uns halt getroffen, und seitdem bin ich auch bei Torf Fusion dabei. Für mich war im Endeffekt der entscheidende Punkt jetzt nicht unbedingt, dass es die Firma Torf Fusion ist, sondern dass es ein Produkt ist, was ich persönlich
würde, wenn man damit kein Geld verdienen kann. Also die Tools, die die Firma anbietet, zum Beispiel die Video-E-Mail, das ist einfach cool. Was ich persönlich nutze, oder den Webinarraum, diesen Online-Konferenzen, das sind Tools, die ich persönlich auch dann nutzen würde, wenn ich kein Geld damit verdiene. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt gewesen. Und wo ich auch gedacht habe, hey, da kann ich auch ein Geschäft sehen, weil was ich einem Kunden anbieten kann langfristig. Weil, sag mal, ein Team aufbauen ist eine Sache, aber echte Kunden zu haben, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von dieser von diesem ganzen Network. Habt ihr euch dann auch quasi übers Internet so kennengelernt oder kanntet ihr schon früher? Wir haben uns über das Internet kennengelernt. Also der Hagen hatte mich halt auf, ich denke mal, auf Facebook. Und auf Facebook war es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Hagen letztendlich auf mich zugekommen ist. Auf jeden Fall, irgendwann waren wir bei Skype verbunden. Und ich hatte damals ja auch einen Blog über Sydney geschrieben. Vielleicht ist er auch darüber gekommen. Auf jeden Fall ist es eine rein Online-Bekanntschaft gewesen. Und mittlerweile kenne ich den Hagen sehr, sehr gut. Wir waren in Brasilien, in Italien, in der Türkei, sind in Österreich, Schweiz überall rumgereist. In der Schweiz haben wir uns einmal, aber in Brasilien war ich mit Hagen unterwegs, habe dort ein Team aufgebaut, also viel erlebt und viel gelernt von ihm, der hat sehr viel Spaß gemacht und da sieht man mal, dass so eine Online-Bekanntschaft irgendwann ja auch mal zu mehr führen kann und sag mal, die meisten Leute, ich dachte auch zuerst, was ist das für ein Typ, mit seinem Pelzmantel und ganz, ganz komisches Image, aber wenn man dann die Person wirklich mal da kennenlernt, ist das was ganz anderes und das ist auch etwas, was wir eben ich sag mal, ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil Internetgeschäft ist eine Sache. Man kann im Internet super Kontakte machen, sein Geschäft auch aufbauen, gar keine Frage. Aber dieser persönliche Kontakt auf Seminaren mal mit Leuten, die Hand zu schütteln, ja, das ist für mich etwas, was ich dachte, hey, damit kann ich, das brauche ich eigentlich nicht, aber letztendlich macht es ja riesig Spaß und ist ein ganz wichtiger Aspekt im Network, dass man sich persönlich kennenlernt, dass man die Leute auch persönlich kennt. Bei uns, wir haben es glaube ich schon nie persönlich gesehen, wir arbeiten seit 3 Jahren. Ja, mit Zeit, glaube ich. Ja, aber der Zeitpunkt wird noch kommen, früher oder später. Ja, denke ich auch, ja. Ja, aber es ist immer wieder erstaunlich. Ich finde es, also auch die Anrufe, die ich bekomme, ja, wenn man, ich sag mal, wenn man im Internet präsent ist, die Menschen bauen eine Beziehung zu einem auf, das ist unglaublich. Also ich kriege E-Mails, ja, die schreiben, hey Olli, wie geht's? Ich habe die und die Frage. Das ist, also konnte ich mir früher nie vorstellen, ja. Ganz das ist auch etwas, was ich bei vielen Leuten sehe, wo ich habe ja relativ früh mit Videomarketing angefangen damals. Ja. Und das war für mich auch so dieser Punkt, wo damals war es noch ungewöhnlich, sich vor die Kameras zu setzen, Videos zu machen und so. Da war ich relativ früh in meiner Zeit eigentlich weit voraus. Ja. Nur ich war noch nicht so weit von meinen Fähigkeiten, um das richtig zu monetarisieren, dieses ganze Projekt und alles. Das habe ich erst später gelernt, wo es halt mehr Leute gemacht haben. Aber ich habe viele Leute zum Beispiel gesagt, pass auf, fang an, Videos zu machen. Du wirst ganz anders bei den Leuten wahrgenommen werden und deine Videos am Anfang sind einfach in der Regel schlecht. Wenn ich zurückdenke, wie meine ersten Videos waren, wie nervös ich war und aber das ist ja auch ein Prozess. Und wenn man zum Beispiel das richtig macht und über Jahre lang auch macht, dann kann man ja auch eine Entwicklung sehen. Und das ist ja auch etwas, was du merkst, als du angefangen hast, Videos zu machen, dass die Leute, wenn sie dich anrufen, die kennen dich ja. Ja, obwohl es am Anfang vielleicht nicht so interessant war, deine Videos und vielleicht denken, was ist das für ein Hansel, sag ich mal. Aber sie kommen immer wieder und gucken deine Videos immer wieder. Ja, es ist also wirklich toll, toll zu sehen, ja, das Ganze ist super. Ja, du bist ja jetzt auch dann schon einige Zeit im Network Marketing, hast ja da auch schon viel Erfahrung gesammelt, du hast ja auch ein riesen Team bei Top Fusion aufgebaut, ne? Wo würdest du sagen, das waren so meine wichtigsten Erkenntnisse bisher in der Branche? Worauf kommt es an? Weil es gibt ja einfach viele, die verdienen ja gerade im Network Marketing relativ wenig Geld, ja, und manchmal auch gar keins und du verdienst Geld. Also was ist denn so dein Erfolgsgeheimnis, wo du sagst, das ist so der Punkt, warum es bei mir funktioniert? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Ganzen. Also ich habe natürlich, als ich angefangen habe mit Top Fusion Network 2011, hatte ich den Vorteil, dass ich eine Liste hatte. Ich hatte schon, ich glaube 1500 Leute auf meinem Newsletter oder 2000, die ich anschreiben konnte auf dieses Geschäft. Diese Leute habe ich aufgebaut, weil ich online schon eine Präsenz hatte. Ich hatte eine Landingpage, wo ich E-Mails gesammelt hatte, wo ich Leuten das Affiliate-Marketing-Thema näher gebracht habe und so weiter und so fort. Und
die konnte ich natürlich auch Dropfusion Fusion anmailen und konnte natürlich so relativ schnell Leute aufbauen. Ich habe im ersten Monat direkt mit Dropfusion Fusion über $2000 verdient, habe 12 Leuten persönlich gesponsert im ersten, im zweiten Monat das gleiche wieder gemacht und mittlerweile in den 2 Jahren, wann bin ich dabei, April 2011, sagen wir jetzt Mai, Juni, Juli, August, also 2 Jahre, 4 Monate bin ich jetzt dabei, habe jetzt knapp 100 Leute persönlich für Dropfusion gesponsert und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt einfach, dass ich halt schon eine Liste hatte und natürlich ist es so, wenn man im Network anfängt, dass man über die Namensliste arbeitet, aber ich weiß ja, wie es ist, als mein Sponsor mir damals gesagt hat, mach die Namensliste, ruf Freunde, Familie an, ist einfach ich hatte ein komisches Gefühl dabei, weil ich wollte diese Menschen nicht unbedingt ansprechen. Da gab es klar den einen oder anderen aus meinem Bekanntenkreis, gute Freunde, wo ich sage, hey, pass auf, guck dir das doch mal an, aber ich wollte einfach nicht jeden ansprechen. Und das Gefühl, was ich hatte, dieses mulmige Gefühl, Leute anzusprechen, weil ich ja auch keine Erfahrung hatte, das sehe ich immer und immer wieder bei so vielen Menschen. Und das kann meiner Meinung nach, ist es sehr, sehr schwer, nur aufgrund der Namensliste ein großes Team aufzubauen. Und wenn ich Leute sehe, die sagen, das ist das Einzige, was du brauchst, ist es, glaube ich, ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie Direktkontakt und so weiter. Jeder kommt an den Punkt, die meisten nach sehr kurzer Zeit, wo sie sagen, ja, wo kriege ich denn jetzt die Kontakte her? Genau. Ja, und dann fängt man an zu suchen. Und leider ist es so, dieser Punkt, ja, ich sag mal, der wird zwischen dem ersten und dem dritten Monat erreicht, wo die Kontakte ausgehen, wo man alle aufgeschrieben hat. Und Fakt ist auch, die meisten haben in diesen ersten 3 Monaten so wenig verdient und haben dann die laufenden Kosten und schmeißen das Handtuch. Und das ist auch ein ganz, ganz, ich sag mal, schlimmes Erlebnis für viele, weil die sind frustriert. Sie haben doch genau das gemacht, was der Sponsor gesagt hat. Das, was eigentlich nötig ist. Und es ist trotzdem nicht von Erfolg gekommen. Ja? Mhm. Und dann kommen oft so Sprüche, ja, du bist vielleicht nicht motiviert genug, du bist nicht begeistert genug und all solche Sachen, um die Leute bei der Stange zu halten, die letztendlich auch wieder zu keinem Erfolg führen. Mhm. Und der beste Spruch ist, ja, was muss ich denn machen jetzt? Ja, mehr Kontakte. Ja, ja. ja, wie ist die Frage. Ne? Aber was ich jetzt auch gelernt habe, für mich ist, dass ich nicht nur ein Einkommen haben möchte. Also Network Marketing, geilste Geschäft der Welt, ganz klar, Affiliate Marketing ist es einfach, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, aber man braucht auch ein weiteres Einkommen und das ist etwas, so ein Konzept, was aus Amerika kommt, was ich mir auch angeeignet habe, was ich eigentlich ja ein bisschen wieder aus den Augen verloren hatte beim Start von Dropfusion, weil ich dachte, hey, ich habe eine Liste, geht gut los, die Leute legen los, das ist auch super angelaufen, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du selber Erfolg hast, die Leute haben aber nicht den gewünschten Erfolg und dann macht es ja auch keinen Spaß, weil dann werden sie irgendwann auch wieder aufholen. Ja. Und für mich war einfach jetzt auch so ein Wechsel von, ja, ich sag mal, Ende des Jahres, letzten Jahres habe ich mich dann wirklich mal hingesetzt und überlegt, wie möchte ich mein Geschäft denn aufbauen? Wie wäre es denn im Optimalfall? Habe mir das mal aufgeschrieben und dann erkannt, hey, das ist ja im Endeffekt ganz anders, als du jetzt arbeitest. Und was für mich wichtig war, war einfach, dass man auch Geld verdienen kann an Leuten, die vielleicht kein Interesse haben, zum Beispiel über Infoprodukte. Ja. Das nennt sich Funded Proposal, das erkläre ich den Leuten auch. Ich habe ja ein 10-Tage MLM Bootcamp, das hast du ja auch gelesen, benutzt es ja auch. Sehr interessant. Ja, wo ich den Leuten wirklich über einen Zeitraum von 10 Tagen, ich glaube mittlerweile sind es 14 Tage, die Grundlagen erkläre, warum es wichtig ist, auch von Anfang an einen positiven Cashflow zu haben, Geld zu verdienen an Leuten, die vielleicht auch kein Interesse an deinem MLM haben, Systeme zu nutzen und das ist natürlich auch etwas, ich sag mal, es ist nichts für jeden, aber diejenigen, die sich damit intensiv befassen, die verstehen diese Systematik und das Konzept und das ist auch etwas, was ich jetzt sehe, wenn mehrere Einkommen reinkommen, dann, und wenn es im Network mal nicht so gut läuft, ist es nicht so schlimm, weil es abgefedert wird. Und da kann ich auch wieder aus persönlicher Erfahrung berichten, es ist nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen im Network. Ja? Man baut ein großes Team auf und die Leute werden abgeworben. Verdienen vielleicht kein Geld, da kommt jemand anders, sagt, hey, mein Network ist besser als deins. Und so habe ich auch schon hunderte von Leuten quasi so den Fingerschnitt verloren, weil sie ein anderes Network gewechselt sind. Und das war eine ganze Struktur. Und dann, ja, was passiert mit dem Einkommen? Geht natürlich runter. Und da kann man natürlich dann vom Glück sagen, wenn man mehrere passive Einkommen hat und ein System hat, was im Endeffekt dahinter steht und das Ganze ein bisschen auch abfedert. Ne? Es ist ja auch so, dass auch mit der Namensliste, mit der 100er Liste, ich habe so, ich bin ja auch schon in der Fabrik groß geworden und ja, ich habe immer sehr schnell erkannt,
wenn, es nützt ja nichts, wenn du Kontakte machen kannst, sondern die Leute müssen die Kontakte machen können. Und sonst findet keine Publikation statt. Und das war immer so das Problem. Ich habe gesehen, die Leute, die eine gute Liste hatten, wo, ich sage jetzt mal, Leute aus dem Vertrieb drauf waren und denen ist gelungen, ich sag mal, 5 oder 10 von den guten Leuten zu sponsern, da ist dann auch eine Publikation entstanden. Also das funktioniert dann schon. Aber ich sag immer, der Bäcker oder der Schreiner um die Ecke, der hat die Kontakte halt nicht. Ja? Und dann braucht er eben ein System, wie es auch funktioniert. Und das war ja dann auch so der Grund, du hast gerade eben das System aus Amerika angesprochen. Ich nehme an, du meinst Empower Network. Da bist du ja auch, da bist du ja auch sehr aktiv. Und ja, wie sind so deine Erfahrungen mit Empower Network? Warum hast du dich jetzt dann entschlossen, das zu machen? Ganz einfach, im Grunde aus dem Empower Network ist ein Affiliate-System letztendlich, eine Blogging-Plattform. Mhm. Und beobachtet, weil ich funktioniert alles wunderbar. Ja, also David Wood kannte ich schon länger aus, ich habe ja auch sehr viel im Englischen gearbeitet, dadurch, dass ich in Australien gelebt habe und kannte David Wood schon und habe gesehen, wie er in anderen Systemen in Amerika wirklich von 0 auf 100 geschossen ist. Er hat einen BMW gewonnen von so einer Firma und ist wirklich aus dem Nichts gekommen. Und als er dann ein Power Network gegründet hat, und ich war ja auch auf seiner Liste schon drauf, habe die Infos bekommen, stand dem Ganzen skeptisch gegenüber, obwohl ich selber hatte ja schon einen Blog zu diesem Zeitpunkt, nur ich habe nicht erkannt, welche Reichweite ein Blog hat, welche Kraft dahinter steckt und wie man das auch gezielt einsetzen kann. Und ich habe das Ganze ja beobachtet über ein Jahr lang und da ich ja sehr viel im Englischen auch unterwegs war, auf dem amerikanischen Markt, habe ich dann immer mehr Leute gesehen, auch hochkarätige Internetmarkter, also Multimillionenverdiener, die zu Empower Network gewechselt sind. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich dachte, hey, wenn das gut genug für den ist, dann ist es auch für mich jetzt mal an der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir das System angucke. Und ich habe es mir unter dem gleichen Gesichtspunkt wieder angeguckt, wie damals Talk Fusion. Ist es ein Produkt, was ich nutzen würde, wenn ich damit kein Geld verdienen kann? Und dem kann ich zu 100% zustimmen. Denn der Blog, natürlich kann ich einen kostenlosen Blog machen. Das ist gar keine Frage. Es gibt WordPress und alles, kann ich kostenlos nutzen. Ja. Es ist halt nicht so einfach. Man muss ein bisschen technisch sich auskennen und da gibt es Probleme, aber das muss jeder für sich selber wissen, ob man einen kostenlosen Blog nimmt oder den von Empower. Ich habe Empower einfach genommen, weil ich sehe, ich komme damit sehr schnell in den Suchmaschinen nach oben und ich habe jetzt immer wieder Beispiele. Letzte Woche hatte ich 2 Termine, der hat seinen ersten Blogpost gemacht und wenn man seinen Namen gegoogelt hat mit Immobilienkauf, er war nach einem Tag auf der ersten Seite bei Google, ein anderer Kollege auch. Und man kommt halt relativ schnell nach oben. Und das ist das eine, dass man wirklich hier ein Produkt hat, was funktioniert. Es funktioniert nachweislich. Und ich sag mal, für mich war der Fokus ganz klar auf das Produkt anfangs, dass ich gesagt habe, hey, jeder braucht einen Blog im Endeffekt, weil, das ist ja diese interessante Geschichte dahinter, weil mit einem Blog man langfristig im Internet vertreten ist. Und beim Power Network sagt, blogge täglich, erzähle es anderen und verdiene Geld. Ja, das ist das Konzept im Endeffekt. Und ich versuche auch täglich zu bloggen, habe jetzt mittlerweile 180 Blogposts geschrieben, mehrere tausend Besucher am Tag, auch zwischen, ich sag mal, zwischen 2 und 15 Leads am Tag. Also jeden Tag kommen Leads auf meine Liste. Und das habe ich dem Blog zu verdanken. Und auch zu Talk Fusion habe ich schon, bringe ich jeden Monat fast vollautomatisch Leute, die über meinen Blog kommen. Und das ist dann jetzt der eine Aspekt. Das heißt, Blogging ist eine langfristige Traffic-Strategie, die funktioniert. Die funktioniert seit 5 Jahren und die wird auch in 5 Jahren noch funktionieren, weil Content ist King und die Leute wollen Inhalte, natürlich relevante, frische Inhalte auch. Ja. Und wenn man das gezielt richtig einsetzt, du bist ja auch mittlerweile ein richtig guter Blogger geworden und kennst dich damit aus, hast eigene E-Books und du weißt ja selber, welche Power das mittlerweile hat. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist egal, ob du ein Network hast, ob du Affiliate-Marketing machst, ob du ein Restaurant hast oder Finanzdienstleister bist oder Immobilienmarkt. Das ist egal, ein Blog kann dir helfen, langfristig bei Google gefunden zu werden. Und wenn man das Ganze jetzt mit Videos verbindet, mit Videomarketing, mit YouTube, ein bisschen hier Social Media noch dazu nutzt, die Blogposts vermarktet, hat man wirklich hier eine langfristige, gute Traffic-Strategie, auf die man sich auch verlassen kann. Und das ist der eine gute Aspekt. Der zweite Top-Aspekt ist einfach der, wenn du bloggst und Themen recherchierst,
recherchierst du, du musst lernen, du musst dich persönlich weiterentwickeln und bilden. Du lernst auf einmal über Themen, vielleicht interessiert dich was, du kannst tiefer reingehen, kannst auch so zum Experten werden, weil stell dir mal vor, du hast 200 Blogposts geschrieben zu Social Media oder Immobilien oder was auch immer. Du bist nachweislich jemand, der sich auskennt. Und das kann man nicht mehr wegreden. Und das ist der zweite mega geile Aspekt einfach, der im Network-Marketing meiner Meinung nach fehlt. Weil was machen viele Network-Marketer? Die machen Namensliste, probieren was, machen die ein oder andere Technik, entwickeln aber nicht ihre persönlichen Fähigkeiten. Sie werden einfach nicht besser. Und durch Bloggen wirst du einfach besser. Und wenn du nicht schreiben kannst, du kannst es auf jeden Fall lernen. Du kannst auch Videoblogs machen und man wird einfach besser. Das ist ganz klar, Übung macht den Meister. Und der dritte Aspekt, da kommt Empower Network jetzt wirklich zu tragen, ist einfach das Affiliate-Programm, was Empower mit anbietet. 100% Auszahlung mit einem genialen Marketingplan ist bei mir jetzt auch ein schönes vierstelliges Einkommen schon geworden. Also nebenher, dass ich jetzt bei Google präsent bin, ja, Traffic bekomme, Leads generiere, anderen Leute zeige, wie sie bloggen, verdiene ich damit auch noch gutes Geld. Und das ist für mich einfach eine Kombination, die, sag ich ja, unschlagbar ist, weil ich weiß zu 100%, ich werde auch nächstes Jahr noch bloggen, gar keine Frage, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und da für mich ein Tipp an alle Blogger, ja, wenn ihr bloggt, Fehler Nummer 1, ist einfach zu früh aufzuhören, aufzugeben. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, Olli, wie sich deine Traffic-Strategie da entwickelt hat oder dein Traffic generell. Ich glaube, am Anfang war es eher wenig, oder? Ja, also es ist definitiv so. Bei mir hat es, glaube ich, 3 Monate gedauert, bis ich nachweislich sagen konnte, okay, jetzt sehe ich für mich Ergebnisse, ja, also in Form von Leads und Anfragen. Also mein Ziel war ja immer, täglich genügend Anfragen zu erhalten, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil das Thema Namensliste, das kenne ich schon, das ist so uralt, und ich habe da einfach den Glauben dran verloren, weil es bei mir einfach nie funktioniert hat. Ja, also ich habe immer telefonieren müssen, raus, Direktkontakte und. Und mittlerweile ist es so, dass ich ja fast täglich Anfragen erhalte, an manchen Tagen sind es mehr, an manchen Tagen sind es weniger, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne? Und was sagst du so, was ist der größte Auslöser? Ist es dein tägliches Bloggen? Sind es die Videos, die Kombination Social Media? Was ist für dich so der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, hey, jetzt hab ich es ungefähr raus? Ja, also ich denke, es sind drei Dinge eigentlich. Es ist wichtig, der Einsatz von Video. Das ist definitiv, also kann ich dir 100% zustimmen. Wenn die Menschen dich gesehen haben, die haben das Gefühl, die kennen dich, ja. Es ist auch die Konsequenz beim Bloggen, ja. Ich schaff's leider nicht immer täglich aus Zeitgründen, aber ich versuche so oft wie möglich zu bloggen. Und jetzt ist, denke ich, ich hatte ja, du weißt ja, ich habe ja dann auch mal so ein Projekt gemacht, 90 Tage lang, ja. Und das würde ich einfach auch jedem empfehlen, das wirklich konsequent durchzuziehen, weil du weißt auch nicht immer, welcher Blogartikel ist jetzt der Renner, ja. Also ich habe ein paar Blogartikel, die laufen super, die bringen mir regelmäßig Traffic. Und andere, da ist es einfach weniger, nur du weißt es halt nicht, welcher Blogartikel im Vorfeld es dann ist. Ne? Und der dritte Punkt ist, denke ich, das ist die eigene Liste. Ja? Also mittlerweile ist es so, dass ich so 2 bis 5 Leads am Tag habe, ja, und da bin ich sehr dankbar drum, weil die Liste, die wächst kontinuierlich. Und ich habe jetzt zusätzlich zu dem täglich Bloggen für mich entschieden, einfach nochmal täglich ein Newsletter an meine Liste zu machen, mit wertvollem Inhalt. Das ist natürlich auch etwas, wo sich, sag mal, die Geister ein bisschen scheiden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen faul. Diese Frage, wie oft sollte man seine Liste anmailen, ja? Und wie ist das Verhältnis von Content, von Tipps und Inhalten zu Promotions, zu Sachen? Also da ist schwer zu sagen. Also der eine sagt, 2-mal die Woche reicht. Ich habe Leute, die sagen, schreib deine Liste 2-mal am Tag an. Da gibt es auch in Deutschland, genau wie in Amerika, viele unterschiedliche Praktiken. Was ist das richtige Wort? Leute, die das unterschiedlich machen, zum Beispiel einer, der sehr bekannt ist, ist der Oliver Pott, der Doktor, ja? Und er meldet ja seine Liste wirklich regelmäßig an und auch, also ich kriege täglich eigentlich News von ihm. Andere Internetmarkter schicken nur einmal die Woche. Es funktioniert beides. Ich denke, es hängt auch ein bisschen von der Liste ab, aber wenn jemand gute Infos rausschickt und, ich sag mal, ein gutes Verhältnis hat von Info zu Promo, und dann ergibt sich da relativ schnell. Man muss es natürlich auch tun und ne, wenn man faul ist, so wie ich, dann lässt man das schon mal ein bisschen schleifen. Ja, wobei ich halt auch immer sagen muss, ich bin mittlerweile so, dass ich nicht so viel auf Regeln gehe. Ja, auch beim Bloggen. Also diese 90 Tage waren für mich, das hat für mich auch eine Erkenntnis gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auch mit Spaß
Glocken, ja. Und wenn du, wenn du halt merkst, dass, dass du jetzt halt etwas tust, nur weil du es tun musst, dann ist es zwar auf der einen Seite gut, aber es, die Qualität leidet auch drunter. Deswegen ist eigentlich immer wichtig, das, was man macht, auch mit Freude zu machen. Und dann kommen auch die Ergebnisse. Ne? Ganz klar. Also ohne Freude natürlich, ja. man hat Sachen, die muss man tun, weil, es ist da, aber wenn keine Freude bei ist, dann ist es immer, immer sehr, sehr schwer, sich auch zu zwingen. Aber gerade auch dann, wenn man mal sagt, hey, ich muss es jetzt tun, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dann gerade dann sollte man es tun. Es ist ja auch nicht anders. Ich werde jetzt eins machen, gleich nach dem Interview, ich gucke raus, es ist warm, ich habe gar keinen Bock laufen zu gehen, aber ich werde es trotzdem tun, weil ich halt mich fit halten will und noch ein bisschen Gewicht verlieren will und ich habe keinen Bock, aber ich tue es trotzdem, weil es getan werden muss. Ja? Ja. Und dann ein bisschen Spaß kommt natürlich dann und wenn man sieht, dass man fitter wird und besser wird, zum Beispiel beim Bloggen auch, dann kommt auch mehr Spaß. Am Anfang ist es schwer. Der erste Blogpost dauert vielleicht 2 Stunden. Du weißt nicht, welche Buttons du klicken musst. Du weißt nicht, wie das die Bilder hochlädst, wie du Videos einbindest. Aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du in einer halben Stunde einen richtig geilen Blogpost raushauen kannst, mit gutem Inhalt, mit Video, mit allem drum und dran, hast du ihn auf Facebook überall gepostet und bist irgendwann einfach ein Profi. Das macht nur die Übung. Ne? Genau, absolut. Was gibst du eigentlich so Leuten an die Hand? Weil ich habe oft die Frage, ja, ich weiß gar nicht, über was ich schreiben soll, über was ich bloggen soll. Hast du einen Tipp? Also generell natürlich kann man über alles bloggen. Es ist natürlich schwer, da ein Konzept rauszumachen. Also das ist auch etwas, was ich immer wieder sehe. Ich blogge ja auch relativ querbeet. Ein bisschen Privates, viel Network Marketing, Internet Marketing, Social Media, Video Marketing. Das sind so eigentlich meine Themen. Aber da muss ich auch ehrlich mir eingestehen, dass, ich sag mal, wenn man eine ganz klare Linie fährt, also ganz klar ein Blog ausgerichtet hat in eine bestimmte Richtung, dass man natürlich auch sein Publikum viel besser binden kann erstens und genau weiß, wer ist das denn, wer meinen Blogpost liest. Also ich würde, was ich den Leuten empfehle ist, fang erstmal an zu bloggen. Schreib mal etwas über die Themen, die dich interessieren und dann zu gucken, hey, was geht einfach für dich, wo hast du Spaß dran und dann entwickelt man so eine Nische, wo man reinkommen kann und die muss man natürlich dann ausarbeiten und da, ich sag mal, Nische letztendlich ist es egal, wie klein die ist. Es gibt ein geiles Buch von Seth Godin, das nennt sich Tribes. Und er sagt in diesem Buch auch, wenn du 1000 Fans hast, kannst du ein königliches Leben führen. Und dem kann ich voll und ganz zustimmen. Mit 1000 Fans bist du wirklich in der Lage, zum Beispiel mit Empower Network und verschiedenen Affiliate-Programmen ein Leben zu führen, wovon andere Menschen nur träumen können. Und ich sage wirklich nur träumen können. Und 1000 Leute in einer Nische zu finden, ja, es ist ja egal, wie banal die Nische ist, ja, das ist kein großes Problem. Ich habe heute einen Artikel gelesen, einer meiner Top-Fusion-Kunden ist das Restaurant La Mer in Neuwied. Das ist Europas größtes Unterwasserrestaurant. Und da war ein Artikel über die Fotografin, die habe ich auch kennengelernt, ist die Stefanie Ehl. Die macht Nixon-Fotografie. Leute, die sich halt so ein Nixon-Kostüm anziehen und Unterwasserfotografie machen, das hat sie zu ihrem Beruf gemacht. Ja, also mal jetzt hier zum Thema Nische. Also wie banal es auch klingen mag, wenn du jemand sagst, ja, ich mache Nixon-Fotografie, denken die Leute auch, hä, was machst du? Ja, aber es ist eine Nische, die besetzt werden kann. Und wenn du 1000 und ein paar hundert Leute finden kannst, die sich für dieses Thema interessieren, und ich sag mal, bei 80 Millionen Menschen in diesem Land und 100 Millionen, die deutsche Sprache wären, oder ich weiß nicht, wie viele es sind, vielleicht sogar 120 Millionen weltweit, ja, da findest du deine 300 Leute, deine 500 Leute, die sich für das interessieren, wo du dich interessierst. Und dein Blog ist nun mal die perfekte Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wer ist das? Wer ist Dennis Bora? Wer ist Oliver Schirmer? Wer bist du? Was machst du? Was interessiert dich? Und da können andere Leute dich kennenlernen und da wirst du garantiert auch Leute in der Nische finden, wo du heute glaubst, oh Mann, interessiert sich überhaupt jemand anders für dieses Thema? Ja, ich denke auch, die Leute, wo sich hier diese Fragen stellen, die sollen einfach mal im Internet googeln, also es gibt ja wirklich nichts, womit man kein Geld verdienen kann. Ja? Also es gibt die verrücktesten Blogs. Gerade neulich habe ich jemanden gesehen, die besucht die verrücktesten Festivals der Welt. Ja? Verdienen mit ihrem Blog Geld. Das ist unglaublich, welche Erfolgsgeschichten das es da gibt. Ja, also es ist, man muss es nur machen. Also das ist auch etwas, was ich jetzt ich sag mal, wenn ich mit meinem heutigen Wissen nochmal zurückgehen könnte nach Australien ins Jahr 2006, würde ich einen professionellen Blog über das Leben und Arbeit in Australien machen, das zu Geld machen. Ich habe einen Blog geschrieben, eher für mich privat, hatte auch viele Besucher drauf,
leider, was ist passiert? Ich bin 2010 wieder zurück nach Deutschland und war natürlich dann auch viel unterwegs auf Reisen, aber ich habe einfach den Blog dann nicht mehr gepflegt, keine Artikel mehr geschrieben und irgendwann gesagt, hey, was soll ich da 100 Euro im Jahr bezahlen, weil ich hatte irgendwie so einen Hoster, der relativ teuer war, habe 100 Euro im Jahr bezahlt für den Blog und alles und habe es irgendwann einfach nicht mehr bezahlt und ja, kein Datenbank-Backup gemacht, meine ganzen Artikel sind weg, der Blog ist weg und wenn ich heute nochmal zurückdenke, wow, was für eine vertane Chance, wenn ich da regelmäßig gebloggt hätte, weil dieses Thema Leben und Arbeiten in Australien, es sind 100.000 Menschen und mehr, die jedes Jahr durch dieses Land reisen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt wieder ein bisschen aufgreifen möchte, wo ich wieder hin möchte, auch über diese Erfahrungen, die ich in Australien gesammelt habe, ich habe ja auch ungewöhnlich gelebt dort unten, wieder zu schreiben. Und es ist wirklich schade, wenn ich jetzt daran denke, dass diese ganzen Arbeit, die ich da gemacht habe, die Inhalte auf meinem Blog einfach weg sind. Und das ist etwas, ja, da du kannst das wissen, ne, dass das, wenn man es heute niederschreibt, wer weiß, wann es mal gut ist. Und dafür ist ein Blog auch interessant. Ich sage mal jetzt nicht nur, um das Geld zu verdienen, ich schreibe ja auch gerne mal über private Dinge, einfach aus dem Grund, weil, also ich habe vor, auch noch im hohen Alter zu bloggen und irgendwann mal können meine Enkelkinder meinen Blogpost lesen, wo der Dennis hier mit Anfang 30 in die Kamera spricht und die sagen, hey, was ist das für ein komischer Typ damals gewesen oder was war das für eine Welt, wo die Leute noch Handys hatten und arbeiten gegangen sind und so weiter und so fort. Ist für mich auch so eine Art Tagebuch, weil ganz ehrlich, was wissen wir über unsere Großeltern und sonstiges? Im Grunde nichts. Meine Großeltern kamen aus dem Krieg, haben alles verloren, einen Koffer mitgehabt, die Kleider, die sie anhatten, keine Bilder, nichts ist übrig geblieben. Und ich mache Bilder, ich mache Videos und ich hoffe, dass ich im Internet auch in 100 Jahren noch zu finden sein werde und dass, wenn jemand Dennis Koray googelt, noch erfahren kann, wer war das überhaupt. Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber gerade nochmal zu dem Stichwort Datenbank-Backup. Ne? Also das ist auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich parallel, ich habe ja auch einen eigenen Blog gehabt und war dann für mich aber auch ein Grund zu sagen, okay, ich mache Empower Network, mache parallel einen zweiten Blog dazu, weil ich weiß nicht, ob du dich noch an das Gespräch erinnern kannst. Eines Tages gehe ich in mein Dashboard, ja, konnte keine Artikel mehr schreiben, gehe ich auf die Seite, Error, ja. Ja, was machst du dann, ja? Also, keine Ahnung, wie ich das jemals hätte reparieren können, dann in Google gesucht, ja, und es war irgendwie so 500er Server Error, keine Ahnung, irgend sowas. Und da gibt es so viele unterschiedliche Fehler in dem Bereich, ja. Und was Ende vom Lied, alles weg, alles nochmal von vorne. Und das ist natürlich ein Punkt, den darf man nicht außer Acht lassen. So sicher, klar, man kann Backups machen, keine Frage. Aber letzten Endes muss man trotzdem irgendwo das technische Know-how ja, schon beherrschen, ne? Wenn man es nicht fremd einkaufen will, das Ganze. Ne? Genau, das ist natürlich so ein Aspekt, das ist ja auch, warum ich Empower so interessant finde, ist, du musst dich mit diesem Kram nicht befassen. Es wird für dich übernommen und mittlerweile sind es jetzt, was haben wir jetzt, Ende Juli 2013, über 150.000 Leute, die diese Blogging-Plattform nutzen und die haben Backups und so weiter und so fort. Wir müssen uns um den technischen Aspekt nicht kümmern. Und genau das, was du ansprichst, mir ist es auch schon unzählige Male passiert. Ich habe ein Plugin installiert und irgendwie wurde der Code zerschossen, mein Blog war nicht mehr erreichbar und dann, ich kenne mich ja aus, ich habe ja ein bisschen programmiert, ich weiß ein bisschen, wie eine Datenbank funktioniert, was SQL ist, kann es, jetzt, ich bin nicht gut, aber ich kann mich da so ein bisschen reinlesen und alles und finde da meistens die Lösung, aber dann ist ein Tag rum, zwei Tage rum, acht Stunden weg und wo ich nicht produktiv sein kann oder hätte am Strand liegen können oder spazieren gehen können oder was auch immer machen können, das sind so Sachen, wo auch viele sagen, hey, so eine Scheiße, ja, auf gut Deutsch sagen. War ein ganz schlimmer Tag, ja. Also ja, das ist das, warum ich sage, hey, nutzt doch ein vorgefertigtes System, wo alles für dich fertig ist, du kümmerst dich nur ums Schreiben und ums Geld verdienen. Natürlich, ich kann es auch sagen, wenn man sich interessiert, sollte man immer noch einen eigenen persönlichen Blog führen, neben Empower, einfach um auch um diese Thematik reinzukommen, weil man ein paar mehr Möglichkeiten hat, das Ganze zu designen auch. Aber das muss jeder für sich selbst letztendlich wissen. Ich führe ja auch zwei Blogs, beziehungsweise drei, ich schreibe auf Englisch und auf Deutsch. Und ich weiß, wie frustrierend das sein kann und wie oft ich auch Anrufe bekommen habe, nicht nur von dir, von vielen anderen, oh, mein Blog funktioniert nicht mehr, dies funktioniert nicht mehr und ja, dann steht man da und muss den Leuten helfen und wenn man 20 Leute hat, ich weiß noch damals, da hatte ich 20 Leute, die einen Blog genutzt haben bei uns im Team und es war Chaos pur, ne? Weil jeder hat eine andere Version, jeder hat andere Plugins und dann stehst du da. Und das ist auch etwas, was ich bei Empower sehr gut finde, ist, du kannst hier ein großes Team leiten. Das heißt, wenn du 100 Leute hast, kannst du diesen 100 Leuten
ganz einfach sagen, klick hier, mach dies, mach jenes, das ist bei allen gleich. Wenn ich da seinen eigenen Blog aufsetzt, eigene Domains hat, eine eigene Installation hat, vielleicht unterschiedliche Versionen hat, andere Plugins, und dann wird der Blog langsam, es funktioniert nicht, da hast du 20, 100 verschiedene Leute und kannst im Endeffekt keinem richtig helfen, keinem gerecht werden. Das ist der andere Aspekt, warum ich auch Empower nutze. Ein fertiges, funktionierendes System, was nachweislich funktioniert und womit man ein ganzes Team auch aufbauen und leiten kann, weil es ist für alle gleich, ganz einfach. Absolut, absolut. Wenn du jetzt so zum Abschluss noch, wenn du jetzt so Leuten, die jetzt im Network Marketing starten oder jetzt gerade mit Empower Network starten zu bloggen, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wo du sagst, hey, das müsst ihr auf jeden Fall berücksichtigen, das solltet ihr auf jeden Fall umsetzen? Also, das erste ist natürlich, Empower Network ist zurzeit noch auf Englisch. Ich schätze mal, dass die auch jetzt in naher Zukunft in andere Sprachen expandieren werden, weil das wächst sehr, 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 sehr rasant ist. Einfach lerne das System, lerne diese 5, 6 englischen Begriffe, die du lernen musst, ja, add new posts und wie es alle heißt. Es gibt ja Leute, die tun sich damit schwer, verstehe ich auch, wenn man kein Englisch spricht, aber es ist sehr, sehr einfach. Man muss einfach die Technik des Bloggings lernen. Und da sehe ich immer wieder Leute, die 3, 4, 5 Blogposts geschrieben haben, teilweise 2 Stunden dafür brauchen und dann einfach sagen, ah, nee, es ist viel zu schwer. Und sich einfach nicht die Zeit nehmen, es zu lernen. Und zu lernen, was ist ein H1-Tag? Wie unterstreiche ich es richtig? Wie verlinke ich ein Bild? Das sind ganz, ganz simple, einfache Tätigkeiten. Das ist dein Handwerkszeug. Ja? Und wenn du das nicht lernen willst, dann wirst du sehr, sehr schlechte Karten haben. Und das kann ich jedem nur sagen, nimm dir die Zeit, lerne diese 5, 6 HTML-Geschichten, die du lernen musst. Wir erklären es ja auch bei uns im Team, im Training, in den Webinaren, wo es geht. Und wenn jemand einfach nicht die Geduld und die Zeit hat, das zu lernen, dann ist es natürlich schlecht um ihn bestellt. Aber man muss einfach sein Handwerkszeug beherrschen. Und da müssen wir nur mal zurückdenken. Ich weiß nicht, du hast ja auch schon einen Führerschein, ein paar Jährchen jetzt. Das erste Mal Autofahren, oh mein Gott, scheiße, Schalten, Kupplung, Schulterblick. Man ist so konzentriert auf diese Tätigkeit des Fahrens. Heute steigst du in die Kiste ein, hörst Musik, man hat sein Headset telefoniert, man dieses Fahren, teilweise kommst du zu Hause an nach einer Party irgendwo von der Arbeit. Wie bin ich denn jetzt gefahren? Das ist alles auf Autopilot. Und genauso ist es für mich zum Beispiel das Bloggen, Video machen, das ist Autopilot. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, zack, 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 das geht alles hin und her. Und dann ist immer wieder lustig, ein Kollege von mir, der kennt sich nicht so gut aus mit dem PC. Und wenn ich da bei ihm bin und wir zusammen einen Blogpost schreiben und er sieht mich arbeiten, der kommt gar nicht mit, der kriegt gar nicht mit, wo ich überall klicke. Und bevor er sich versieht, ist mir der Blogpost komplett optimiert, schön designt, fertig. Ich sage, wie machst du das? Ja, sag ich, ja, ich mache das schon zum 180. Mal jetzt. Ja, und er hat es erst 5 Mal gemacht, ist doch klar, dass es nicht so einfach ist. Und man muss es einfach lernen und man muss sich auch die Zeit dafür nehmen. Ne? Also man muss auch sagen, es ist wirklich einfach. Mit dem Power Network ist es wirklich einfach. Es ist nicht viel, was man lernen muss. Und das, was man lernen muss, da hast du ja auch im Trainingsbereich tolle Videos dazu, ja, wo man einfach Schritt für Schritt Anleitung dann auch sieht. Ne? Aber es ist halt schon so, man muss die Videos halt auch angucken. Ja? Genau, richtig. Also wenn du nicht bereit bist, das Tutorial-Video zu gucken, ja, die 5 Minuten sollten sie ja schon nehmen. Aber es ist ja überall im Leben. Wenn du irgendwas erreichen willst, dann musst du halt am Anfang die Arbeit machen, ja, damit es später einfacher läuft. Ne? Ja, das ist auch so ein Punkt, weißt du jetzt, wo du sagst, ich habe früher immer gedacht, wieso steigen die Top-Networker oder Top-Affiliate-Marker nicht bei mir ein? Wieso denn nicht? Ich habe doch das System, es funktioniert und alles. Ja, ich hatte einfach nicht die Fähigkeiten. Ich war einfach noch nicht die Person, die ich heute bin, um so eine interessant für jemand anders zu sein. Das war für mich, ich konnte es damals einfach nicht verstehen. Wieso kommt dieser Typ denn nicht zu mir ins Geschäft? Das Geschäft ist doch genial, ja? Weil ich als Person noch nicht interessant war. Ich hatte einfach nicht die Fähigkeiten. Und das ist einfach etwas, Bloggen, durch Bloggen wirst du besser werden. Du wirst deine Fähigkeiten weiter ausbauen. Du wirst lernen, wie man eine Landingpage baut, wie man eine Liste führt, ein Newsletter macht, Videos macht. Diese Fähigkeiten einfach, die sind, die man dadurch lernt und die man gut verknüpfen kann, die sind Gold wert, weil die kann dir niemand nehmen. Wenn heute bei mir alles abgestellt wird, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie ich wieder anfangen muss, und das ist auch ein Tipp für jeden. Das allererste, was ich machen würde, wenn ich nochmal zurückgehen würde, wäre meinen Blog aufsetzen als allererstes. Videos machen, ganz klar, aber nicht nur den Blog und die Videos, ganz wichtig, die eigene Liste aufbauen. Von Anfang an, jeden einzelnen Tag die Konzentration drauf zu legen, die Liste aufzubauen. Blogging und die Liste, das sind eigentlich sogar noch so die beiden wichtigsten, und Video gehört ganz klar dazu, aber ohne die Liste, oje, da sieht schlecht aus. Absolut. Also ich glaube auch,
je größer die Liste wird, umso mehr bekomme ich Rückmeldungen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, wo man eigentlich nicht, ja, ohne Liste ist Quatsch. Ja. Also wenn du bloggst, dann das Bloggen sehe ich ja eigentlich nur dafür, dass du dann über das Bloggen dir deine Liste aufbaust. Ne? Genau. Weil was nützen dir die Besucher auf deinem Blog, wenn du zu denen keine Beziehung aufbauen kannst? Ne? Klar, ganz genau. Das ist natürlich, wer dir nicht vertraut, der wird auch nichts von dir kaufen, ganz okay. Sicher, ne? Absolut. Richtig. Jetzt hätte ich noch eine Frage, und zwar geht die mit dem Bereich Teamführung. Ja? Du hast ja ein großes Team, ja? Und wie führst du deine Teampartner, wie arbeitest du die quasi ein, wie muss man sich das vorstellen? Ja, also es ist natürlich, ich sag mal, eine heikle Frage, weil ich bin eigentlich, ich bin im Grunde immer erreichbar, wenn jemand was von mir möchte. Also ich habe natürlich ein System, wenn jemand bei mir im Geschäft startet, der kriegt erstmal die Trainingsseite mit den Tutorial-Videos und im Endeffekt war es das schon letztendlich, weil ich bin kein Babysitter. Ich möchte, ich biete den Leuten meine Hilfe immer an, und ich denke, da kannst du auch bestätigen, wenn du ein Problem hast, du rufst mich an und ich helfe, ja. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, hey, jede Woche anruft, sagt, ey, klappt dies, klappt jenes. Ich möchte einfach kein Babysitter sein. Ich möchte die Leute auch zur Selbstständigkeit, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen erziehen, weil da habe ich mich einfach, ich habe mich hingesetzt und überlegt, wie möchte ich mein Geschäft aufbauen? Möchte ich der Babysitter sein, ja oder nein? Ja, und ich habe ganz klar gesagt, ich möchte keine ständigen Rekrutierungstelefonate führen, ich möchte kein Namensliste machen, ich möchte dies, ich möchte das nicht, sondern ich möchte mein Geschäft auf eine bestimmte Art und Weise aufbauen. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die das verstehen, die sagen, hey, coole Geschichte, so möchte ich das auch. Ich ziehe dadurch eine bestimmte Art von Menschen zu mir. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich biete jedem meine Hilfe an. Ich sage, pass auf, hier sind die Tutorial-Videos. Wenn du diesen ganzen Prozess durchgegangen bist, dann steht dein System, dein Blog, und dann geht's in die nächsten Schritte. Dann machen wir die Webinare, du lernst das richtige Bloggen, worüber du bloggst und so weiter und so fort, wie du alles einrichtest. Wenn du Probleme hast, ich bin immer da. Und das ist auch etwas, was wichtig ist, dass man schon da ist. Natürlich kann man sein Geschäft auch, ich sag mal, sich noch weiter zurückziehen, aber ich telefoniere eigentlich ungerne, Kaltakquise und sowas, das liegt mir überhaupt nicht, aber ich telefoniere gerne mit Teampartnern, gerne, die weiter wollen. Du sagst ja auch immer, du rufst mich ja auch, ich sag mal, jetzt nicht regelmäßig, aber mal rufst du dreimal die Woche an, mal rufst du einen Monat gar nicht an. Das ist einfach etwas, mit Teampartnern telefoniere ich gerne, und es ist einfach dann wichtig auch zu sehen, dass man auch da ist überhaupt. Ja? Und wenn man nicht erreichbar ist, ist es schlecht. Und ich sag mal, bei Teamführung, ich bin jetzt kein Experte, was Teamführung angeht, ich bin ja selber erst relativ jung in der Branche dabei. Wenn ich sehe, Veteranen, die seit 20 Jahren drin sind, die wissen schon, wie es geht, die erfolgreich sind, aber da muss ich mir auch wirklich eingestehen, dass ich sag mal, ich bin einfach faul. Ich bin einfach ein fauler Typ, und man muss aber schon präsent sein. Also man muss seinem Team zeigen, man ist da, regelmäßig irgendwie Kommunikation aufrechterhalten, Newsletter rausschicken, Webinare machen, ist schon wichtig, ne? Ganz klar. Aber definitiv, ich will kein Babysitter sein, in dem Sinne, dass ich immer nachfrage, sondern ich möchte, dass die Leute, ich sage auch mal, das ist eine Hohlschuld, ja? Dass die Leute sagen, hey, wenn sie was wissen wollen, einfach anrufen, ich bin ja da. Ne? Ja, sehe ich genauso. Also ich habe die Frage ja auch schon vielen Leuten gestellt, und ich habe halt einfach so die Erfahrung gemacht, jeder hat so seins, wo er drauf schwört, aber wenn man es genau betrachtet, hat jeder verschiedene Wege. Ja? Und deswegen, das ist, denke ich, auch so ein Punkt, wo ich einfach jedem sage, der bei mir zum Beispiel jetzt anfängt, sagt, du musst entscheiden, was du in deinem Leben willst, und so musst du es aufbauen. Ja? Und etwas, natürlich kann man sich gewisse Vorbilder nehmen, ja. Aber ich denke, das eigene, dass man selbst weiß, was will man eigentlich, das ist, denke ich, das Entscheidende. Ne? Ja, das ist, ich sag mal, das Entscheidende, das ist ganz klar. Also ich habe ja bei Empower Network habe ich ja auch die weiterführenden Produkte gekauft, jetzt nicht nur den Blog für 25 Euro, sondern auch die anderen Produkte. Und ein Produkt, das ist ein Videokurs, und das erste Video, das dauert 1,5 Stunden, das ist von David Wood, ein Webinar, das nennt sich Setting Clear Intentions. Also der zeigt dir in 1,5 Stunden ganz genau, wie du klar in der Birne wirst, das erstmal aufzuschreiben und genauso zu definieren. Ich habe jetzt mal ein Portemonnaie nicht hier, aber ich habe da so einen kleinen Zettel, der sieht so aus, wo ich aufgeschrieben habe, wie ich es führen möchte in meinem Leben. Und das ist etwas, was viele überhaupt gar nicht machen. Da sind wir wieder am Anfang bei den Träumen und Wünschen. Die Leute haben keinen klaren Wunsch, die haben kein klares Ziel. Und da, wo dein Fokus hingeht, das kriegst du, ja. Und das sehe ich immer wieder einfach, wo ich auch selber auch oft Probleme habe, so wirklich zu definieren.
was genau möchte ich denn? Wo möchte ich denn? Wo möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Wie sieht es genau aus? Und das ist meiner Meinung nach, bevor du deinen Blog aufsetzt, bevor du die Liste anfängst, deine Intention klar zu machen, deine Vision schriftlich zu fixieren, zu sagen, so und nicht anders. Und es, das ist auch etwas, was ich bei Empower jetzt gelernt habe, wie man das mit Gefühlen, mit Emotionen verbindet. Und wir alle kennen ja hier den Film The Secret, Law of Attraction, The Universe und sowas. Das ist auch etwas, was mich sehr, sehr interessiert, einfach weil ich es immer wieder merke. Und ich denke, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, Gedanken werden Realität, so heißt es ja letztendlich. Und das, worauf du dich fokussierst, das bekommst du. Viele sagen, ja, so ein Schwachsinn stimmt nicht, aber gut, ich bin eine andere Meinung, da muss jeder wissen, was richtig ist. Aber als Beispiel dafür, warum der Fokus und deine Gedanken so wichtig sind, ist ganz einfach, das weiß jeder, der schon mal ein Auto gekauft hat. Ja? Wenn du ein Auto kaufst, du willst dir sagen, von mir aus ein Audi TT kaufen. Vorher hast du den Audi TT nirgendwo auf der Straße gesehen. In dem Moment, wo du dich entscheidest, den Audi TT in Silber zu kaufen, fährt die Kiste alle 2 Minuten an dir vorbei, auf der Autobahn. Du siehst ihn überall, weil dein Fokus dahin geht. Und wenn du ein Internetgeschäft aufbauen willst, ein passives Einkommen aufbauen willst und es ohne das Telefon oder sonstiges machen willst, du wirst die Leute finden, die im Internet sich so präsentieren. Und die werden dir immer wieder über den Weg laufen. Also der Fokus, die Intention, genau zu wissen, wie möchte ich es, das ist ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich als allererstes auch gelöst werden sollte. Ja, vor allem, man braucht da auch Mut dazu, weil man hat ja, ja. gewisse, ja, man, wie du vorhin schon gesagt hast, man lernt viele Dinge, so und so musst du es machen, ja, das und das ist wichtig, das und das ist falsch. Und dann einfach mal zu sagen, hey, nee, ich spreng den Rahmen jetzt und ich mach's einfach komplett anders. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt, wo man einfach, ja, schon ziemlich Mut braucht, ne? Ja, also man muss natürlich auch den Mut haben, neue Wege zu gehen. Und gerade, ich sag mal, in der Branche, das ist ja auch was, wo wir bei den Seminaren waren, da ist man mit Gleichgesinnten zu Hause im Umfeld. Die meisten verstehen es nicht, die sagen, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben es immer so gemacht, deswegen solltest du es auch so machen. Ja, es ist halt, wenn dich das glücklich macht, das Leben so zu führen, gut, sollst du es tun, aber ich habe letztens auch einen Blogartikel darüber geschrieben, über die Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und eins ist das, dass sie halt nicht genug Risiko eingegangen sind, dass sie halt Angst hatten, etwas zu tun. Und nicht das Leben nach ihren Wünschen gelebt haben, sondern nach den Erwartungen der anderen. Ja, ich sollte doch eigentlich studieren, meine Eltern haben das doch so vorgesehen. Und einfach nicht den Mut haben, ihren Träumen zu folgen. Und das ist ein ganz, ganz großer Aspekt für mich, wo ich den Leuten sagen will, habe doch einfach den Mut und mal drin aus, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Als ich nach Australien gegangen bin damals, ich habe zwar gut verdient während meiner Selbstständigkeit mit der E-Mail-Firma, aber ich habe das Geld auf den Kopf gehauen, dickes Auto gefahren, Party und so weiter, mit Anfang 20 macht man halt sich wenig Gedanken, also ich habe mir wenig Gedanken darüber gemacht. Ich hatte 3.000 Euro, die ich mitgenommen habe nach Australien. Ja, also nicht sonderlich viel. Ich dachte, scheiße, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn es nicht klappt? Habe ich mir aufgeschrieben, was wäre das Schlimmste gewesen? Ich habe kein Geld mehr, ich muss nach Hause fliegen und wieder bei Mama einziehen. Na gut, kann ich mit leben, ja, aber dafür habe ich diesen Schritt gewagt. Und letztendlich, Olli, das weißt du, wir werden alle diese Welt nicht überleben, wir werden diesen Körper verlassen, irgendwann ins Gras beißen und die Zeit dahin, die Reise sollte man genießen und nach seinen Wünschen leben. Und das ist ein ganz, für mich ganz wichtiger Aspekt, dass man das tut, weil so gleichgeschaltet wie die ganzen anderen Millionen Roboter auf der Welt jeden Tag das Gleiche zu tun, ne, lieber nicht. Ja, Dennis, letzte Frage von meiner Seite aus. Wie sieht ein Tag im Leben des Dennis Korall aus? Wie sieht ein Tag bei mir aus? Also im Grunde ganz unterschiedlich. Ich sag mal, im Moment bin ich relativ, man könnte schon sagen, ich bin ein wenig faul. Ja. Also ich schlafe, in der Regel stehe ich auf gegen 9 Uhr, 9.30 Uhr, manchmal gegen 8.30 Uhr. Also ich würde sagen, im Schnitt stehe ich um 9 Uhr morgens auf. Ich liege dann meistens noch ein bisschen im Bett rum, checke schon mal meine E-Mails im Bett, also die ganzen unwichtigen Sachen, die lösche ich sofort. Und dann, wenn ich dann an den Rechner gehe, habe ich dann meine 10, 15 E-Mails, die ich bearbeite und lesen muss. Das heißt, dann gucke ich am Rechner nach, was steht an, mache kurz die ganz wichtigen E-Mails durch. In der Regel, im Moment ist es so, dass ich einen Blogartikel schreibe, auf Englisch und auf Deutsch. Und jetzt haben wir noch ein Interview dazwischen. Dann, ja, das ist dann auch, normalerweise wäre ich jetzt um diese Zeit schon joggen gewesen, ja. Und dann komme ich meistens dann zurück.
sitze dann noch am Rechner, beantworte die anderen E-Mails, promote die Blogartikel auf Facebook, schicke mal eine E-Mail an meine Liste raus oder hab mal gerade ein Gespräch, wenn jemand anruft, ja. Aber dann meistens mittags gehe ich dann duschen, mache mal was zum Mittagessen, gucke eine halbe Stunde Fernsehen, entspanne ein bisschen, dann meistens lese ich ein Buch, ja, und einfach, weil ich jeden Tag gerne lese, im Moment, wo habe ich mein Buch, darf ich mal kurz gucken, ja, ja. Ja, da ist es, aber ich kann es nicht holen, sonst gibt ja alles um. Das ist, siehst du, man merkt schon wieder hier, das ganze Gerüst hinter mir. Aber das ist ein Buch, was ich lese, Gehirnflüsterer, ja, also ich probiere auch regelmäßig mich weiterzubilden, auch um Inspiration für den Blog zu finden. Ja, dann haben wir meistens 2, 3 Uhr nachmittags und so ab Nachmittag bekommen, ist dann meistens, ich sag mal, Gespräche angesagt. Also ich bin dann viel auf Skype unterwegs, chatte ein wenig mit den Leuten und es ist im Grunde nicht wirklich Arbeit. Ja? Also es ist schon relativ entspannt. Dann so gegen Abend kommt dann die Freundin nach Hause, dann essen wir Abendbrot, gucken ein bisschen Fernsehen und sie geht relativ früh ins Bett. Also ich mache dann eigentlich so in der Regel von 6 bis 10 Uhr nichts mehr und abends dann habe ich auch oft mal wieder Lust am PC was zu machen, recherchiere einfach ein paar Themen, surfe ein bisschen im Internet rum, aber sagen wir jetzt, produktive Arbeit sind es vielleicht 3, 4 Stunden am Tag maximal. Es gibt auch Tage, wo ich eigentlich auch gar nichts mache, außer meinen Blogpost zu schreiben, den probiere ich schon täglich zu machen. Jetzt am Wochenende zum Beispiel habe ich nicht gebloggt, aber im Endeffekt ist mein Tagesablauf, läuft der so ab, ich sag mal die meiste Zeit und ab und zu fahre ich auf Termine mal, Leute treffen, mache mal eine Veranstaltung hier, mal bin ich auch auf Natur, aber in letzter Zeit weniger und das ist eigentlich so im Grunde, wie mein Tag abläuft. Eigentlich, ich sag mal, ganz entspannt und ganz locker. Manchmal ist es auch, ich sag mal, vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man nachmittags keine Gespräche sind, aber da lese ich halt gerne und gehe mal eine Runde einkaufen. Also ich find's eigentlich ganz nett, so wie es läuft. Und natürlich ist es halt so, dass die Freundin noch arbeitet, aber das macht sie halt gerne. Sie ist halt nicht so der Typ, die gerne zu Hause ist, so wie ich es bin. Und jeder Mensch ist anders, ja, von mir aus soll jeder so leben, wie es will, aber das ist auch etwas, weil ich habe mal in Australien mir einen Zettel geschrieben, wie ich mein Leben führen möchte, ja, und damals war das Ganze, das Leben, also diesen Tagesablauf ungefähr, ich sag mal so, relativ genau habe ich damals mir auf einen Zettel aufgeschrieben, das war 2007, habe ich diesen Zettel geschrieben, dass ich halt, das war nur halt auf Australien bezogen, dass ich halt am Wasser wohne, dass ich halt meine Geschichten online mache, ein paar Telefonate führe und dann Rest im Grunde frei entscheiden kann. Und das ist etwas, das Einzige, was noch fehlt, ist, sag mal, der Umzug ins Ausland wieder. Also ich fühle mich schon ins Ausland hingezogen. Ich muss halt nur jetzt, wo ich vergeben bin, die Freundin beziehungsweise Frau in naher Zukunft auch dann dazu erst einmal umzustimmen. Weil ja, das ist halt nicht immer so leicht. Wenn man Single ist und jung ist, dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus, als wenn man Familie hat, ja, die natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen, da muss man Rücksicht drauf nehmen, ist ganz klar. Ach, aber ich finde es immer wieder toll, dass, wenn man immer so hört, ja, das geht, ne? Dass es Menschen gibt, die einfach ihren Traum verwirklichen und einfach sagen, hey, es geht doch, ja, es geht mit 4 Stunden Arbeit am Tag oder mit 5 oder mit 10, das darf ja jeder selbst entscheiden, ne? Aber wichtig ist, dass man einfach so den Kopf offen hat und sieht, hey, es geht auch anders, ne? Das ist natürlich, also ich sag mal, ich weiß, ich müsste eigentlich ein bisschen mehr tun. Ich bin einfach mit weniger auch zufrieden. Also ich habe Monate gehabt, letztes Jahr auch, da habe ich über 10.000 verdient. Das ist natürlich nicht die Regel. Und es gibt auch Monate, wo ich wirklich überhaupt nicht gut verdient habe, weil es geht halt hoch und runter, es ist halt schwanken. Aber ich sag mal, für mich ist einfach wichtig, diese generelle Gelassenheit und Glücklichkeit, die man hat. Ich bin zwar ehrgeizig, aber jetzt nicht der Typ, der unbedingt die Kohle verdienen muss und es muss und sich dann so reinbeißt und so. Ich bin da so ein bisschen entspannter und relaxter Typ und ich lese zum Beispiel auch Literatur, so wie sagen wir jetzt Tim Ferriss, die 4-Stunden-Woche oder ein anderes interessantes Buch von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, die Kunst, ohne festen Arbeitsplatz, mit wenig Geld glücklich zu leben. Ja? Und auch sowas interessiert mich halt, so alternative Sachen, dass man einfach aus der Reihe fällt. Und das ist auch ganz wichtig. Klar ist Geld wichtig. Man braucht Geld. Ohne Geld läuft einfach nichts. Ja, aber wenn man weiß, hey, jeden Monat kommt so viel Geld rein, dass meine Kosten, dass die alle gedeckt sind schon mal, das ist schon mal ein gutes Gefühl. Und gerade für Networker wäre es ja schön für die meisten, wenn wenigstens mal die Kosten gedeckt werden oder wenigstens mal das Autoleasing oder die Miete bezahlt werden. Und das ist halt immer wieder, was ich den Leuten sage, genau wie du ja auch, mehrere Einkommen
ist wieder einfach besser als ein Einkommen. Das ist einfach, es ist einfach so, wenn man die Möglichkeit hat, an Leuten Geld zu verdienen, die nicht bei dir einsteigen in deinem Network, dann machst du auf jeden Fall was richtig. Absolut. Ja, Dennis, das Schlusswort gehört dir. Hast du noch eine Botschaft, die du an unsere jetzigen Zuhörer und Zuschauer senden willst, aussprechen willst? Ja, also eine konkrete Botschaft. Ja, was habe ich für eine Botschaft? Erstmal danke, ja, dass ihr da wart. Ne? Ich würde sagen, macht einen Hut, schwenkt den Hut, aber ich bin heute ohne Hut. Ist einfach zu warm, ja. Aber ich kann nur sagen, weil Leute, die ihr zuguckt, habt den Mut, etwas Ungewöhnliches zu tun. Habt den Mut, den Hafen zu verlassen. Ja, man kann ja nur ein neues Ufer entdecken, neue Welten entdecken, wenn man den Mut hat, den Hafen aus den Augen zu verlieren. Ja, und eine Sache ist ganz klar sicher, wo ich mir auch hundertprozentig sicher bin, ist, du wirst in 20 Jahren die Dinge mehr bereuen, die du nicht getan hast, als deine Taten. Ja, weil wenn du einen Fehler machst, dann machst du einen Fehler, aber du kannst daraus lernen. Aber diese Gewissheit oder das ist etwas, was ich mir ganz schlimm vorstelle, wo ich niemals in der Situation sein möchte, wenn ich mal alt bin und dann zurückdenke, sage, boah, was wäre denn damals passiert, wenn ich nach Australien gegangen wäre, 2006? Ich stand so kurz davor, aber dann habe ich es gemacht, nee, es war doch so viel Risiko, habe ich nicht gemacht. Wie wäre mein Leben verlaufen? Das ist etwas, was ich mir nie sagen möchte, ja. Und das ist etwas, was vielleicht auch nicht für jeden so einfach umzusetzen ist, weil jeder hat eine andere Situation, aber das musst du mit dir selbst vereinbaren. Und ich kann es dir sagen, es macht einfach Spaß, auch diesen Mut zu haben, mal etwas Ungewöhnliches zu tun. Etwas zu tun, was die anderen nicht erwarten. Es erfüllt dich auch und nicht nur mit Selbstvertrauen und Stolz, sondern einfach dieses Gefühl zu haben, hey, ich habe es wirklich gemacht. Ja? Und es ist halt schief gegangen, na und, aber du hast es wenigstens getan. Ja? Und das ist etwas, es geht nicht in jeder Lebenssituation, das ist klar, wenn man Familie und Kinder hat, kann man nicht sagen, ich kündige morgen meinen Job und reise durch die Welt. Ja, es ist ganz klar, man muss immer abwägen. Aber Fakt ist, wir haben nur ein einziges Leben. Die Zeit ist mega, mega schnell vorbei. Also ich bin jetzt auch Anfang 30, denke, wow, es ging jetzt echt schnell. Und das ist etwas, was ich den jungen Zuhörern mitgeben möchte. Mit 18, mit 19, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich immer schon über Wege nachgedacht, Geld zu verdienen. Ich sag mal, auf andere Art und Weise. Da war das Internet noch nicht so, wie es heute ist. Aber ich habe damals das Gefühl gehabt, ich bin zu jung. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe noch nicht die nötige Erfahrung, selbstständig zu sein oder dies und jenes zu tun. Die Leute belächeln mich vielleicht. Und das war im Nachhinein ein Fehler, weil ich habe mich als Person nicht verändert. Ich bin immer noch der Dennis, der ich mit 18 war, von der Art und Weise. Klar habe ich mehr Selbstvertrauen, mehr Erfahrung, aber das Gefühl hat sich nicht geändert. Wenn ich jetzt zurückgehen könnte, hätte ich das, was ich mit 26 gemacht habe, hätte ich schon viel früher gemacht. Ich hätte viel früher welche Risiken eingegangen, kalkulierbare Risiken, wie ein Auswandern oder sonstiges. Und das ist etwas, benutze dein Alter niemals als Entschuldigung, etwas nicht zu tun. Und wie heißt es so schön, wo ein Wille, da ein Weg. Ja? Sehr schönes Schlusswort, Dennis. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ich denke, es waren viele, viele gute Tipps auch für unsere Zuschauer hier dabei. Und ja, nochmal vielen Dank und bis demnächst. Ja, wie immer, ne? Mach es gut, aber diesmal ohne Hut. Ja, okay. Bis dann. Ciao, ciao.